Bevor ich hier anfange, habe ich eine persönliche Bemerkung. Ich würde gerne ein Bild mit euch allen machen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Just a sec. Everybody say fuck Bill. Bitte alle sagen fuck Bill. That's nice. Okay. Das war wunderbar. Vielen Dank. Today I obviously gonna talk about Perl. Heute werde ich über Perl erzählen. Perl. Its coding style sucks. Hier ist Perl. Wie man der Style ist schlecht. Die Objektorientierung ist schlecht. Die Datentypen sind schlecht. Sehr schlecht. It's here since late 87. Aber Perl gibt es seit 1987 und sehr viele alte Systeme benutzen es. Sehr viele Sysadmins benutzen es. Und leider nutzen es auch sehr viele Security-Experten. Wenn ich es in einem Satz zusammenfassen soll, Perl ist schlechter als Python, weil die Leute das schlechter haben wollten. Und das ist ein Zitat von Larry Wall, dem Erfinder von Perl. Erstmal zu Perl-Datentypen. Wir haben die Skalare. Das sind einfach nur normale Zahlen. Strings, Floats. Sie sehen auch so aus. Und das ist die Syntax. Dann kommen Syntax. Dann kommen Arrays. Die sehen so aus, mit eckigen Klammern. Und jetzt kommen Dictionaries. Das sind normale Dictionaries. Und sie werden Hashes genannt und sie haben geschweifte Klammern. Die Syntax ist verständlich und alles funktioniert so, wie es soll. Aber wir haben etwas vergessen. Wie sieht es denn mit Listen aus? Also, hier ist ein Beispiel für eine Liste. Das gelbe Stück ist die Liste. Wir stecken das in ein Array und dann holen wir das erste Element. Jetzt stecken wir die Liste in einen Skalar. Jetzt würde man erwarten, dass nur das erste Element dort landet. Wie in jeder anderen Sprache. Wie in einer anderen normalen Sprache. Aber nicht in Perl. Perl benutzt das, holt sich das letzte Element. Was ist denn hier los? Although that only happens unless we cast the list as a scalar. Das passiert nur, wenn wir es nicht casten. Five, the number of elements in the list. Wenn wir es als ein Skalar umwandeln, dann wird die Zahl der Elemente der Liste ausgegeben. Let's assign the list. Aber jetzt werden wir die Liste einem Hash zuweisen. Das erwartete Verhalten ist, dass zumindest eine Exception kommt oder undefined ausgegeben wird. Aber Perl hat es geschafft, dass B ausgegeben wird, obwohl keine Hashing-Syntax verwendet wird und die Liste sogar eine ungerade Zahl von Elementen enthält. Was, bitte? Aber wir werden dieses Verhalten später genauer untersuchen. Zwischenzeitlich ist es wichtig, dass das passiert, weil eine Liste kein Datentyp ist, sondern eine Liste ist nur ein Ausdruck. Da, um uns alle zu verwirren. Nachdem wir Liste als potenzielle Quelle für Probleme identifiziert haben, werden wir uns CGI-Module angucken. Es ist ein Kernmodul in Perl 5.2. Es wird verwendet, um Daten des Benutzers aus HTTP-Parametern zu bekommen und Berechnungen darauf auszuführen. Genau wie der Rest von Perl existiert es seit 15 Jahren. Gucken wir uns nun den Demo-Code an mit foo und bar als Parameter. Wenn wir jetzt eine Anfrage senden mit foo und bar, dann sehen wir, dass die Ausgabe wie erwartet ist. Wenn wir aber jetzt diesen Request senden, der die Argumente zweimal enthält, das Logische ist, dass Perl
happen again. Das gleiche wieder ausgibt. Aber Perl und Logik funktionieren nicht gut miteinander und deswegen werden wir als Ausgabe zwei verschiedene Listen sehen. Wenn man jetzt also Multiwerte in HTML verwendet, dann kann das Probleme geben. Aber was sagt die Dokumentation dazu? Das ist ein Bildschirmausschnitt der offiziellen Perl-Dokumentation, Perldoc. Kann man hier etwas sehen? Können Sie jetzt etwas sehen? Jetzt, nach der Dokumentation, kann man fragen, ein Array zurückzubekommen. Wie tut man es? Indem man nach einem Nicht-Array fragt, weil eine Liste kein Multiwert ist. Was? Was sagt OWASP dazu? Nach Ihnen tut das Perl-Modul nur das erste Auftreten nehmen. Das macht die Dokumentation und OWASP blind über eine HTTP-Parameter-Überfüllungsattacke. Wir fangen jetzt also an, Listen zu misshandeln. Wir stecken sie in einen Hash rein. Wir sehen, dass der Wert E die Liste erstellt. Das ist, was wir erwarten. Wir würden erwarten, dass E das Array zugewiesen wird. Aber der Hash sieht danach so aus. Jetzt sieht es so aus, dass Inhalte der Liste als ein weiteres Paar in den Hash eingefügt sind. Das passiert, weil Listen als eine Erweiterung von Hashes interpretiert werden. Das Implement ist einfach nur ein hübsches Komma. Weil niemand sich darum kümmert, deswegen werden auch keine Probleme damit publiziert. Lass es mich nochmal zusammenfassen. Die Listen sind einfach nur total kaputt. CGI-Parameter können Listen werden. Und wenn wir Listen in Hashes reinpacken, dann werden sie in Teile von dem Hash. Und all das ist sehr, sehr wenig bekannt und es ist sehr einfach zu übersehen. Zbugzilla. The one that manages bugs for the Linux kernel, Mozilla Foundation, Reddit. Der Herr Bugzilla, die große Software, die in allen großen Open Source Projekten verwendet wird, um Bugs zu managen. Einige Rechte werden dort vergeben über E-Mail Regex Ausdrücke. Die E-Mails für neue User anzulegen, die werden darüber validiert, dass E-Mails, dass Tokens an die E-Mails geschickt werden. Danach wird der Benutzer gefragt, ein Passwort für uns und einen echten Namen anzugeben. Hier ist der Code, der das macht. Und dort wird genau diese Methode, die wir gerade besprochen haben, verwendet. Es wird ein Dictionary verwendet. Bingo. Und an dieser einen Stelle kann eine Liste eingesetzt werden. Was passiert ist also, wenn wir den Klarnamen auf Lolzo setzen? Die Liste wird zu einem Hash umgewandelt und wenn wir dann diesen Request senden, dann diese Eingaben gesendet werden, dann plötzlich wird ein neuer Schlüssel erstellt und das Wert des Login-Namens wird überschrieben, obwohl er bereits gesetzt wurde. Und so kann man das Feld der E-Mail-Adresse kontrollieren. Diese Verwundbarkeit hat an Mozilla's Bugzilla war präsent und es ist eine sehr einfache Verwundbarkeit. Vielen Dank.
Das ist eine super einfache Verwundbarkeit, die für über 7 Jahre dort war. Wiederholen wir wieder. Lists sind massiv kaputt. Ich habe bis jetzt nur das gezeigt, was öffentlich war. Hashes sind kann aber nicht der einzige Platz sein, der verwundbar sein kann. Jetzt tun wir das Erweiterungsverhalten von Hashes auf eine neue Ebene führen und bisher unveröffentlichte Dinge zeigen. Eine Liste ist eine Funktion. Die A, B und C bekommen und A, B und C ausgeben. Ratet, was passiert? Es gibt noch mehr. In einem regulären Aufruf oder Ausdruck mit ABC als Werten, was passiert, wenn anstelle von dem String B eine Liste mit dessen als Inhalt gegeben wird? Was passiert, wenn das jetzt in ein Array eingefügt wird und dann angezeigt wird? Aber was passiert? Dinge werden immer ausgewertet, wenn... What? Es ist sehr fraglich. Okay. You know what? Let's allow this one to slide. After all, maybe Perl just expands. Jetzt versuchen wir es nochmal auf zwei Folien. Und Perl. Jetzt erzwingen wir, dass die Liste ein Multiwert ist mit B und C als Element, so dass es ein Array sein muss. Wir tun jetzt, erzwingen, dass es ein Array ist, das B und C enthält. Aber Perl sagt wieder, fuck off, und B und C werden als zweites und drittes Argument ausgegeben. Was? Insane. Das ist total verrückt. Wir haben also ein neues Argument erstellt mit Unterverwendung einer Liste. Es ist die gleiche Syntax, die wir verwendet haben, um ein irreguläres Array zu machen. Perl kann das jetzt nicht ignorieren und es muss unsere Liste wie ein Array behandeln. Well, no. Aber nein. In reality, Perl overrides the third argument we've hardcoded. Perl überschreibt das dritte Argument mit hardcodiert etwas in die Liste. Total verrückt. Perl just expands our list as if it were containing Perl tut unsere Liste erweitern. Als ob sie mehrere Argumente für die Funktion enthält. Das ist komplett verrückt. Aber die Perl-Dokumentation sagt, dieses Verhalten ist kein Bug, sondern ein Feature. Ist es wirklich? Thank you. Vielen Dank. Let's look at DBI-Quote. Gucken wir uns DBI-Quote an. Das ist ein Kernmodul seit 1994. Ich wurde in diesem Jahr geboren. Es ist das verbreitetste Weg, um mit Datenbanken zu reden. Es ist so verbreitet und es ist die einzige Funktion, die für SQL-Injections in Frage kommt. Wie funktioniert Quote? Wenn ein regulärer Ausdruck eingegeben wird, dann wird er direkt in eine Query umgesetzt. Quote tut es für uns aber escapen, so dass es in der Query sicher benutzt werden kann. Jetzt probieren wir es mit einem regulären Ausdruck. In diesem Ausdruck tun wir einen CGI-Parameter verwenden und unsere Query einfügen. So wird es an die CGI-Instanz übergeben. Wenn wir jetzt einen Apostrophen einfügen, dann wird der Code es behandeln und so können wir jeden böshaften SQL-Ausdruck einfügen. Ich denke, es ist Zeit für eine Live-Demo. Was wir jetzt hier haben, lass mich eine Sekunde probieren. Das ist ein Code, den ich hergestellt habe. Könnt ihr ihn sehen? Just a sec. How can I fucking magnify something? Wie kann ich das denn hier vergrößern? See? Oh, sorry about that. No.
Okay, fuck it. So, also funktioniert nicht. Seht ihr den Code? Wir erstellen die Variablen, dann machen wir eine Verbindung zur Datenbank und dann drucken wir den Query, den wir in der Präsentation verwendet haben. Und hier läuft es. Oh, oh, something happened. Something happened. Hier ist was passiert. Perle crashed my PC. No. Perhaps I can enlarge it. Größer machen. Nope. Größer geht auch nicht. I'll copy it to Notepad. So, what I'm sending now is this request. Was ich schicke, ist der Request hier in gelb. See? I'm sending this request. Here is the request. Admin. Okay? Now, let's see what the output of that request is. User gleich admin. Jetzt lasst uns denn das Ergebnis anschauen. I can't zoom in. Zoom it doesn't work. I don't know why on two monitors. Das funktioniert nicht auf zwei Monitoren. Und den Font kann ich nicht größer machen. Let's see. Na, vielleicht kann ich es doch größer machen. Such an intuitive editor. Scroll. Yeah, it doesn't work. It just goes back to the presentation if I scroll. So the, oh, oh no, it does work. Oh. Yeah, jetzt wird's größer, wunderbar. Yeah. And this is how you scroll. So it just printed select all from users where username equals admin, right? Everything is well. Das hat es and jetzt ausgegeben und alles ist gut. Admin apostrophe. Okay, jetzt schicken wir admin apostrophe. Wir versuchen so, einen Apostroph einzufügen. Okay. And the apostrophe has been escaped, und so we couldn't inject anything. Das hat auch funktioniert. Wir haben es nicht geschafft, was einzufügen. I'm gonna send this request. Und jetzt schicke ich diesen Request hier. And we'll see what happens. Good luck, Pearl. Viel Glück, Pearl. And this is what came back. Das ist unser Ergebnis. No escaping. This is our Kein escaping. Jetzt haben wir nur noch eine Single Quote. Yeah, SQL inject everything. So, jetzt kann man mit einer SQL Injection Attack machen. That happens because we could bypass the escaping because quote. Wir haben es geschafft, das Escaping zu umgehen, weil es sich um zwei Argumente handelt. In dieser Funktion, wenn irgendjemand das Type-Argument verwenden würde, dann würde es der Funktion helfen, aber ich habe noch nie gesehen, dass es irgendwo verwendet wurde. Und diese Konstanten für den Typ, die sind in dem Modul definiert. So, when we've inserted the number 2 as the second argument, so, diese Konstanten sind Zahlen 1 bis 8 und als wir diese Zahl als zweites Argument eingefügt haben, hat Perl hier in dieser Funktion das als ein Literal interpretiert und einen Integer interpretiert und direkt zurückgegeben, ohne das in Codes zu stecken. Das ist der zweite Fail in dieser Funktion. Jetzt fragt ihr euch, was man denn alles damit machen kann. Das hier sind die ganzen Sachen, die man damit anstellen kann. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was man wirklich machen kann, wenn man sich die Mühe machen würde, das auf alle andere Software anzuwenden und die zu exploiten. Just search CGI and quote at GitHub. Sucht einfach nur nach CGI und quote in GitHub und dann überlegt mal, was ihr damit anstellen könnt. Lists. Zusammenfassung. Listen sind gefährliche, sonderbare Ausdrücke. Perl ist eine sonderbare, gefährliche Sprache. Now is the time to stop using it. Jetzt müssen wir sofort aufhören, Perl zu verwenden. Ihr sollt aufhören, write-only-code zu schreiben.
Stop the dysfunctional and complicated OOP. Ihr sollt aufhören, das nicht funktionierende Objektorientierung zu verwenden. Und ihr sollt auch aufhören, diese ganzen Security Breaches einzubauen, indem ihr Perl verwendet. Vielen Dank. Nathaniel agreed to a Q&A, so please line up on the microphones. Ja, wir kommen nun zur Fragerunde. Bitte stellt euch an den Mikrofonen auf. Wir sind bereit, die Fragen entgegenzunehmen. Haben Sie Fragen? The Internet has questions. Das Internet hat Fragen. Oh, we have a question. Ja, wir haben eine Frage. Okay, the Internet has one question. Das Internet fragt, kann man das umgehen mit richtiger Benutzervalidierung und strikten Ende-zu-Ende-Warnungen? UStrict tut überhaupt nichts in diesem Fall. Das CGI gibt einfach nur eine Liste zurück. Für den zweiten Teil, nachdem wir in Bugzilla das Ganze berichtet haben, ist eine neue Version von CGI herausgegeben worden, die versucht hat, dieses Verhalten einzuschränken. Aber tatsächlich gibt es nur eine Warning aus, aber behebt nicht das Problem. Vielen Dank für die Information, aber schützen tut es nicht. Mikrofon 2. Ja, ich werde der erste Verrückte sein, der hier Perl mag. Kannst du bitte auf die Zusammenfassung gehen, auf die vorherige Folie? Wenn du sagst, Lists sind gefährliche, bizarre Dinge, dann solltest du beachten, dass Listen und Argumentaufrufe zwei komplett verschiedene Dinge ist. Be Python arrays. I want them to be Python arrays. But if you want Python arrays, go and use Python. Versucht Listen wie Python arrays zu verwenden und wenn du das willst, solltest du Python arrays verwenden. It's only an opinion. It's not a really. Ich stimme zu, das sollte man machen. Man sollte Python verwenden. Ich denke, das ist zwar nur eine Meinung, aber du hast hier zwei Funktionen gefunden, die sehr schlecht designt wurden. Ja, ja, du kannst es gerne auch versuchen, auf den Programmierer zu schieben. Warum haben wir denn Listen, wenn wir Arrays haben wollen? Warum macht ihr überhaupt Listen, wenn es sie gar nicht gibt? Es sind keine Ausdrücke. Warum habt ihr sie überhaupt in? Ja, zuerst vielen Dank für den Talk. Es war sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Hast du irgendeine Vorstellung, warum es so lange gebraucht hat, bis jemand darauf gestoßen ist? Ich weiß es nicht. Because it's what? Weil was? Right. Probably. Weil es eine write-only Sprache ist. Microphone 3. Yeah, thanks for the awesome talk. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Long time no Perl, so I don't know if it's a stupid question. Ich habe lange Zeit nicht mehr in Perl programmiert, deswegen vielleicht ist es eine dumme Frage. In deinem Code waren keine Warnings an und UStrict war auch nicht. UStrict macht überhaupt nichts und Warnings gibt nur Warnungen aus. Program it to use a single valued parameter. It doesn't warn anything, you know. But it actually warns you, because when I first learned Perl. Aber warnt es tatsächlich, wenn als ich Perl zuerst verwendet habe, habe ich immer gedacht, dass wenn eine Warnung kommt, dass es wirklich ernst ist. Okay. Ich kann ins Warnings einschalten und dieses Skript wird ganz wunderbar funktionieren. Okay. Thanks again. No props. Internet. Okay, one other question. Ja, eine andere Frage aus dem Internet. Wie kann man diese Fehler vermeiden in Anwendungen, die schon in Perl geschrieben sind? Um das hier zu verhindern,
muss man jeden CGI-Parameter als einen Skalar behandeln. Wenn du ein Array oder einen Hash in eine Funktion reinstecken willst, you have to backslash the reference. Dann musst du einen Backslash vor die Referenz machen. So als Minimum. Oder aber man muss es in einen Skalar reinstecken. Das Beispiel mit Function. I usually use prepared statements. Have you checked? SQL verwendet üblicherweise bevor prepared statements. Inject more values to the prepared statement as a result from this. You can inject anything into any function if you insert it into a list. Once you gained an argument that du kannst in eine Funktion alles Mögliche einfügen. Und wenn du ein Apostroph einfügst, dann kannst du alles, was danach kommt, kontrollieren. Ich wollte nur fragen, ob du weißt, was Referenzen sind und ob du die DPI-Handbuchseite gelesen hast. Ja. Ja, jetzt hackt ihr hier auf Prepare und Quote rum. This is obviously bad programming, right? Yeah. But again, blame the ihr habt zwar recht, dass es schlechte Programmierdisziplin ist. Und aber was ihr hier tut, ist, ihr schiebt es auf den Programmierer, wo ihr es in der Sprache hättet lösen können. Logisch sollte es funktionieren. Learning Perl. Und es ist auch. DBI is in the first chapter. Und es ist auch dokumentiert und DPI ist im ersten Handbuch. Das yeah, this is an asshole microphone too. I just can repeat. Can you disconnect it? Flattening lists in arguments and references. Ich kann es nur wiederholen. Listen auszurollen in Argumenten. Es steht. No problem. Es ist im Sprachdesign enthalten. Das mit den Array-Referenzen. Ist klar, aber, das Design dieses CGI-Moduls ist schlecht. I blame the programmers of those modules. Yes. Exactly. That's the point. Ich kann nur zustimmen, es ist schlecht. Ich stimme zu, dass das eine schlechte Programmierung ist und das machen alle. Programming 20 years, you know, even if you program 20 years in Perl, that still worked on Bugzilla. They maintained it from like, I don't know, 2001. Selbst wenn du 20 Jahre in Perl programmiert hast, dann findet man es immer noch in Bugzilla drin. Und das ist, was dieses Problem mit uns macht. Mein Eindruck von dem, was hier passiert, ist, dass man einen komischen Wert hat, der mit der Syntax zur Laufzeit verändern kann. Kennst du irgendeine andere Sprache, bei der das möglich ist? If there are more languages, I'll give more presentation, I guess. Wenn es noch mehr Sprachen gibt, dann werde ich noch mehr Präsentationen machen. Sorry, man, I don't know if anyone, ich weiß keine. So, thanks, Nathaniel. No problem. Thank you. Thank you all. Ja, danke, Tosaniel. Danke für uns alle.